Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Ausgabe von MV1, das Magazin. Wismar, liebe Zuschauer, ist für seine tollen Kirchen bekannt. Wir befinden uns gerade in der St. Georgenkirche in Wismars Altstadt. Was hier im Sommer so los ist, das erfahren Sie später in der Sendung. Jetzt erst einmal die aktuellen Themen. Archäologisches Landesmuseum, Debatte um den Standort. Werbung für Vorpommerns Wirtschaft, Invest in MV lädt zum Sommerempfang. Mode aus Papier, Modenschau mit vergänglichen Kleidern und die Zukunft der Landwirtschaft, Diskussion mit Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt. Und was sonst noch so los war im Land, das sehen Sie in unserem Blickpunkt MV. Liebe Zuschauer, das Archäologische Landesmuseum kommt nach Rostock. Das ist beschlossene Sache. Das ehemalige Schifffahrtsmuseum in der August-Bebel-Straße sollte genau dafür saniert und erweitert werden. Inzwischen hat der Oberbürgermeister jedoch einen möglichen neuen Standort, den Rostocker Stadthafen. Ob das dann die bessere Wahl ist, das müssen jetzt Stadt und Land entscheiden. Rostocks Oberbürgermeister und die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns haben große Pläne. Im alten Stadthafen der Hansestadt soll das Archäologische Landesmuseum entstehen, das weit über die Grenzen von Stadt und Land ausstrahlen wird. Ein Prestigeobjekt. Mehr als 25 Jahre hat die Standortsuche gedauert. Nachdem die Entscheidung für Rostock nun gefallen ist, bleibt die Frage, wie viel Zeit die Umsetzung des Neubaus in Anspruch nehmen wird. Im Schweriner Finanzministerium gibt man sich optimistisch. Schließlich war der Minister maßgeblich an der Standortsuche beteiligt. Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, ich könnte auch für den Herrn Miedling und mich sprechen, wenn ich sage, wir wollen so schnell wie möglich. Es waren ja mal Zeiträume von 10 Jahren im Gespräch. Also ich hoffe nicht, dass das so lange dauern muss. Weil wir jetzt schon 25 Jahre Diskussion haben, dann nochmal 10 Jahre, bis das Museum eröffnet wird, also 35 Jahre, das wäre mir deutlich zu lang. Wir werden uns noch vor der Sommerpause intensiver nochmal mit der Standortfrage beschäftigen, Stadt- und Landesregierung. Und da muss sich die Stadt schnell entscheiden und wir auch. Und ich habe jetzt Mühe, Prognosen abzugeben, weil wenn wir in den Stadthafen reingehen, weiß man nicht, was man im Untergrund findet, was das wieder für Konsequenzen hat für Grabungen oder bautechnische Verzögerungen. Aber wir werden alles daran setzen, dass man möglichst den Spatenstich noch in dieser Legislatur hat. Also ich möchte da schnell vorankommen mit dem Projekt. Aber da ich kein Bauexperte bin, halte ich mich ein bisschen zurück mit einer Prognose. Die Wissenschaftler und Archäologen des Landes freuen sich auf das neue Museum in Rostock. Schließlich verfügt Mecklenburg-Vorpommern über sagenhafte Schätze in seinen Depots. Auch die zukünftige Verbindung von Wissenschaft und musealer Arbeit sucht in Deutschland seinesgleichen. Ja, jetzt bin ich natürlich gespannt, wohin die konkrete Reise gehen wird innerhalb Rostocks. Ich bin erstmal sehr froh darüber, dass es Rostock als Standort geworden ist, weil wir jetzt natürlich dann die Verbindung mit dem Lehrstuhl auch wirklich herstellen können. Wir haben das in den Modulen im Bachelor- und Masterstudium verankert, die museale Präsentation, sodass wir also da auch gewisse Ausstellungsteile dort auch sicherlich selbst entwickeln können. Und jetzt geht es letztendlich darum, natürlich einen adäquaten Standort innerhalb der Stadt zu finden. Und da hoffe ich auf eine zukunftsweisende Lösung. Bleibt dann noch die Frage nach dem ältesten Museum Rostocks, der Societät Rostock Maritim. Heute wird das ehemalige Schifffahrtsmuseum von einem Verein betrieben, der wechselnde Ausstellungen organisiert. Das Gebäude war ursprünglich als Standort für das Archäologische Landesmuseum im Gespräch. Noch ist der Standort ja nicht entschieden. Wir haben ja als Hansestadt Rostock das Archäologische Landesmuseum in der August-Bebel-Straße angeboten als Standort mit einer Erweiterungsfläche im Rosengarten auf dem Baufeld. Wenn es eine andere Entscheidung gibt, dann ist unser Einzeldenkmal natürlich prädestiniert, auch wieder als Museum. Es ist ja ein Museum, das Schifffahrtsmuseum, und ich kann mir gut auch eine Nachauflage vorstellen unseres ursprünglichen Projekts, ein Museum für Kunst- und Kulturgeschichte, damit wir endlich die Stadtgeschichte ordentlich präsentieren können.
Längst ist das Gebäude in der August-Bebel-Straße also abgeschrieben. Oberbürgermeister und Finanzminister haben einen neuen Standort für das Archäologische Landesmuseum auserkoren. Im Stadthafen also wird in Zukunft die Musik für Rostock Stadtentwicklung spielen. MV1, mein Land, mein Sender, präsentiert die Warnemünder Portpartys 2017. Feiern Sie mit, wenn die Giganten der Meere den Warnemünder Kreuzfahrthafen verlassen. Erleben Sie Live-Musik und maritime Unterhaltung auf der schwimmenden Bühne Santa Barbara Anna. Freuen Sie sich auf tanzende Schlepper und ein Höhenfeuerwerk zum Auslaufen des letzten Kreuzfahrtschiffes ab 17 Uhr am Passagierkai Warnemünde. Präsentiert von MV1, mein Land, mein Sender. Infos finden Sie auf der Facebook-Seite Warnemünder Portparty. Die Wirtschaftsfördergesellschaft des Landes Invest in MV, liebe Zuschauer, möchte neue Wege gehen, um neuen ausländischen Investoren den Wirtschaftsstandort Mecklenburg-Vorpommern näher zu bringen. Vor allem auf das wirtschaftliche Potenzial des Nordosten des Landes soll aufmerksam gemacht werden. Mit einem neuen Büro in Greifswald soll das jetzt besser gelingen. Die Wirtschaftsfördergesellschaft des Landes Invest in MV, liebe Zuschauer, möchte neue Wege gehen, um neuen ausländischen Investoren den Wirtschaftsstandort Mecklenburg-Vorpommern näher zu bringen. Vor allem auf das wirtschaftliche Potenzial des Nordosten des Landes soll aufmerksam gemacht werden. Mit einem neuen Büro in Greifswald soll das jetzt besser gelingen. Der Markt 13 in Greifswald. Seit dem 6. Juni ist diese Adresse einer der wichtigsten Anlaufpunkte für potenzielle Investoren im Land. Die Wirtschaftsfördergesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mit Sitz in Schwerin hat in der Universitäts- und Hansestadt eine repräsentative Niederlassung eröffnet. Auf dem traditionellen Sommerempfang stellte Geschäftsführer Michael Sturm die neuen Räumlichkeiten in einem der ältesten Gebäude der Stadt vor. Wir haben seit 2012 auch ein eigenes Repräsentanzbüro, allerdings mit sehr limitierten Möglichkeiten in der Stadt. Wir sehen ja hier der Blick aus dem Fenster, wir sind hier quasi im Herzen der Hansestadt Greifswald. Greifswald ist für die östlichen Landesteile schon so eine Art Pol, Anziehungspunkt. Wir hoffen uns hier natürlich deutlich bessere Ergebnisse für die Ansiedlung von Unternehmen hier in den östlichen Landesteilen. In Schwerin haben wir das bereits seit 25 Jahren. Insofern ist es nur etwas zeitverzögert, aber immerhin auch jetzt hier bessere Arbeitsmöglichkeiten zu haben, macht durchaus Sinn. Auch Wirtschaftsminister Harry Glawe nahm das neue Büro in Augenschein. Mit einer Industrieoffensive will er Mecklenburg-Vorpommern als Firmenstandort stärken. Insbesondere in die Großgewerbestandorte Pasewalk und Pommern-Dreieck bei Grimmen sollen noch mehr Firmen gelockt werden. Für die Vermarktung der Standorte erhält die Wirtschaftsfördergesellschaft 200.000 Euro zusätzlich. Wir haben hier die Höchstförderung in Mecklenburg-Vorpommern, immerhin für Großunternehmen noch 20%, für mittlere Unternehmen 25% und für kleinere Unternehmen bis zu 35%. Das soll helfen, die Investitionsentscheidung für Vorpommern dann auf den Weg zu bringen und damit Neuansiedlungen in der Region, in Greifswald, in Stralsund, auf Rügen, in Lubmin, in Pasewalk und im Pommern-Dreieck
zu generieren. Schön, dass Sie da sind. Rund 200 Vertreter aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft waren der Einladung zum Sommerempfang gefolgt. Darunter auch zwei Unternehmer aus der Türkei. Sie wollen im Bereich Textilindustrie und in die Produktion von Futterergänzungsmitteln investieren und sind derzeit mit den Wirtschaftsförderern und mit Staatssekretär Stefan Rudolf im Gespräch. Hier ist eine Region, die sich stark entwickelt. Es gibt gute Fördermöglichkeiten. Es ist auch logistisch sehr interessant, auch was den Hafen und das Schienennetz betrifft. Es ist landschaftlich ein schönes Land und hier leben tolle Menschen. Im vergangenen Jahr konnte Invest in MV 22 Unternehmen von einer Investition im Land überzeugen. Über 1000 Arbeitsplätze konnten dadurch geschaffen werden, vor allem im Bereich Gesundheitswirtschaft und Life Sciences. Dabei spielen Ansiedlungen von Firmen aus dem Ausland eine immer größere Rolle, insbesondere das deutschsprachige Ausland, wie die Schweiz, ist in den Fokus der Wirtschaftsförderer gerückt. Schweizer Unternehmen müssen in den Euroraum wegen der Währungsdifferenz zwischen Schweizer Franken und Euro. Und wir haben es im letzten Jahr geschafft, auch zwei Unternehmen von dem Standort zu überzeugen. Die eine im Medizintechnikbereich, die werden in Schwerin produzieren, die anderen für Greifswald, die produzieren für die Deutsche Bahn WLAN-Verbindungen. Zusammen mit einem Unternehmen hier in Kooperation mit der Firma Emlens in Greifswald. Was ein sehr schöner Erfolg ist für beide Landesteile. Insofern ist die Schweiz für uns nach wie vor ein attraktiver Punkt. Wir werden am 3. Oktober in der Schweiz den Tag der Deutschen Einheit mit Mecklenburg-Vorpommern ausrichten. Leider ohne Ministerpräsident Sellering, aber sicherlich mit seinem Nachfolger, Nachfolgerin. Und freuen uns bereits auf diese Möglichkeit, wieder mit Schweizer Unternehmen in Kontakt zu treten. Aber auch die wirtschaftlichen Kontakte zu Russland bleiben wichtig. So hat Minister Harry Glawe Professor Dr. Andrei Zverev vom Verband der russischen Wirtschaft in Deutschland zum Wirtschaftsbotschafter für Mecklenburg-Vorpommern ernannt. Er ist einer von drei neuen Botschaftern, die helfen sollen, Kontakte zu ansiedlungswilligen Unternehmen herzustellen. In den letzten Jahren war Mecklenburg-Vorpommern für viele Unternehmen aus unserem Wirtschaftsraum von großem Interesse, zum Beispiel für Nordic Yards. Es ist leider so, dass in der russischen Wirtschaft nicht alles so gut läuft und nicht so gut gelaufen ist. Deswegen musste dann zum Beispiel Herr Yusufov seine Anteile verkaufen. Aber heute haben wir große Hoffnung, dass die Zukunft der gemeinsamen wirtschaftlichen Beziehungen in der Kooperation zwischen kleinen und mittelständischen Betrieben liegt. Und Invest in Mecklenburg-Vorpommern macht sehr viel dafür, dass genau die kleinen und die mittelständischen Betriebe aus Russland hier Interesse für Mecklenburg-Vorpommern bekommen. Für die 2009 gestartete Initiative Wirtschaftsbotschafter engagieren sich aktuell 63 Unternehmer und Personen des öffentlichen Lebens. Mecklenburg-Vorpommern ist ein wettbewerbsfähiger und attraktiver Wirtschaftsstandort. Darüber waren sich die Anwesenden beim Sommerempfang einig. Die Unterstützung, die die Investoren hier von der Standortanalyse bis zur Umsetzung der Planungen erhalten, hat Früchte getragen. Ohne dass ich die Invest in MV kennengelernt hätte, hätten wir uns mit Sicherheit nicht in Mecklenburg-Vorpommern angesiedelt. Insbesondere das Thema Erschließung von Ansiedlungsmöglichkeiten, Aufzeigen der Fördermöglichkeiten, aber auch die Integration in ein sehr gut funktionierendes Netzwerk der Industriekultur in Mecklenburg-Vorpommern läuft sehr, sehr gut und ist als Drehscheibe dort sehr, sehr gut angesiedelt. Ja, ich bin ja ein Zugereister. Ich bin Ende 98 aus Hamburg hierher gekommen und bis heute, muss ich ehrlich sagen, kann ich es mir gar nicht wieder vorstellen, zurückzugehen. Bin jetzt seit 2 Jahren zwar auch wieder in einem Joint Venture mit der Deutschen Seereederei viele Tage in Hamburg tätig, aber mir gefällt einfach die Region so sehr hier. Meine Kinder, die beide in Rostock geboren sind, werden hier groß, weil ich finde, hier können wir einfach noch mehr mitgestalten, mitentwickeln. Gerade im Moment sind wir aktiv dabei, auch 2 weitere Hotelprojekte hier in Mecklenburg-Vorpommern zu realisieren. Einmal geht es hier um diese Stadt, Greifswald, wo ich hoffe, dass wir Mitte des Jahres zum Zuge kommen. Und das andere Projekt hoffe ich, dass es in Neubrandenburg bald akut werden wird.
Die meisten Ansiedlungen im vergangenen Jahr hat Greifswald vorzuweisen. Die Wirtschaftsförderer von Invest in MV sind optimistisch, dass der Erfolg von 2016 im laufenden Jahr fortgesetzt werden kann und wollen künftig noch enger mit anderen Wirtschaftsförderern im Land kooperieren. Der Sommerempfang hat vor allem eins gezeigt: Wirtschaft, Wissenschaft und Politik ziehen in Mecklenburg-Vorpommern an einem Strang. Liebe Zuschauer, wir sind ja mit der aktuellen Sendung hier in der St. Georgenkirche in Wismars Altstadt. Und es ist ja nicht nur eine Kirche, sondern auch ein Veranstaltungsort. Und jetzt im Sommer beginnen hier die Klassikertage 2017. Den Produzenten dieser Klassikertage habe ich jetzt hier links neben mir sitzen, das ist der Frank Marquardt. Und den würde ich ganz gerne mal fragen, was verbirgt sich hinter diesen Klassikertagen 2017? Die Klassikertage sind eine Veranstaltungsreihe, die es jetzt im vierten Jahr geben wird. Und Klassikertage daher, wir haben ja als Jedermann-Festspiele begonnen, aber jetzt heißt es Klassikertage, weil wir noch ein großes deutsches Stück, das Stück schlechthin aufgenommen haben, nämlich Faust I von Johann Wolfgang von Goethe. Und von daher nennen wir unsere Veranstaltungsreihe jetzt Klassikertage. Losgehen wird es bei uns am 6. Juli. Mit der Premiere, mit dem Faust. Es folgen 12 weitere Vorstellungen Faust und hinten ran noch 7-mal das erfolgreiche Stück Jedermann, Spiel vom Sterben eines reichen Mannes. Wäre schön, wenn viele Leute kämen. www.klassikertage-wismar.de sind alle Informationen. Nun noch mal eine Frage, die mich persönlich auch sehr interessiert. Wer ist denn überhaupt auf die Idee gekommen, diese Klassiker hier in dieser Kirche aufzuführen? Wie sowas immer passiert, man sitzt zusammen. In dem Fall habe ich mit dem Schauspieler Andreas Konrad in Berlin bei ihm in der Küche am Tisch gesessen. Wir haben ein Weinchen getrunken und uns die Frage gestellt, was kann man in Wismar wohl machen? Von mir kam spontan die Idee, wenn man was machen will, muss man erstmal wissen, wo. Und da fiel mir nur St. Georgen ein, als, denke ich mal, ein trefflicher Ort. Und er sagte spontan, Jedermann. Logischerweise spielte lange, viele Jahre im Dom in Berlin und sowas ist manchmal transportierbar und wir haben gelernt und jetzt auch mit Faust das erweitert, dass dieser Spielort St. Georgen einfach ein hervorragendes Ambiente bietet für große Kunst. Das ist toll. Gibt es denn irgendeinen Schauspieler, den wir so aus dem großen Fernsehen kennen, der hier mitspielt oder sowas? Ja, viele kennen ja, er hört es heutzutage gar nicht mehr gern, aber viele kennen den Störtebeker-Darsteller Sascha Glutner. Er hat 11 Jahre in Ratswijk gespielt und er ist sowohl in der Hauptrolle des Jedermann als auch der Faust zu sehen. Gut, dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei dem Produzenten der Klassikertage 2017 hier in der St. Georgenkirche in Wismar. Und was sonst noch so im Land los war, liebe Zuschauer, das sehen Sie jetzt im Blickpunkt MV. Ja. 150 Wirtschaftsvertreter aus dem Norden haben sich am 6. Juni in Greifswald mit Bundeskanzlerin Angela Merkel getroffen. Unter dem Motto Hanse 4.0 auf dem Weg zur Top-Wachstumsregion wurde diskutiert, wie sich die norddeutsche Wirtschaft für die Zukunft rüsten kann. Eines der großen Themen war der weltweite Trend zur Nationalisierung. Für Norddeutschland als Außenhandelsdrehscheibe seien offene Märkte entscheidend, hieß es. Auf der Veranstaltung der IHK Nord sprach sich die Bundeskanzlerin dafür aus, trotz der politischen Differenzen mit den USA die wirtschaftlichen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten anzukurbeln. Von unserer Seite, von deutscher Seite aus, sind wir auch offen, die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika wieder aufzunehmen. Es geht dabei ja nicht darum, dass wir unsere Standards absenken, sondern es geht darum, dass wir Vereinbarungen treffen. Und das Abkommen mit Kanada hat das gezeigt,
die gerade auch soziale, ökologische und Verbraucherschutzstandards festigen können. Moderne Freihandelsabkommen sind längst nicht mehr Abkommen nur über die Zollsenkungen, sondern es geht um eine Vielzahl von nicht tarifären Fragen. Und deshalb glaube ich, wenn die großen Märkte, der europäische und der amerikanische Markt, miteinander ein solches Abkommen abschließen könnten, würde das auch Standard für weitere Handelsabkommen weltweit miteinander mit sich bringen. Zur IHK Nord gehören die Industrie- und Handelskammern in Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Sie sind derzeit dabei, Leitlinien zu erarbeiten, um die Wirtschaft in Norddeutschland gemeinsam voranzubringen. Dabei werden auch die Herausforderungen der Digitalisierung diskutiert. Beim Thema Digitalisierung, glaube ich, müssen wir auf allen Ebenen noch sehr viel mehr tun. Natürlich haben wir hier auch wieder das Thema Bund-Länder-Problematik. Inwiefern kann der Bund hier eingreifen? Ich glaube, da hat die Bundeskanzlerin ein klares Bild, was sie sich gerne wünschen würde, was sie aber vielleicht perspektivisch nur mit Zustimmung natürlich von Ländern ausrichten kann. Ich denke gerade auf dem Thema der Fachkräfte, Ausbildung, auch der Motivierung junger Leute für die Chancen der Digitalisierung, vielleicht auch die grundsätzlichen Überlegungen, die wir als Europäer zum Thema Datenschutz haben, da benötigen wir sehr viel Unterstützung, die letztlich auch von der Bundesebene kommt. Besonderes Potenzial sehen die Wirtschaftsvertreter in der Etablierung des Nordens als attraktiver Energiestandort. Sie kritisierten jüngste Gesetzesinitiativen wie das Erneuerbare Energiengesetz oder das Netzentgeltmodernisierungsgesetz. Die beschlossene Einführung von Netzengpassregionen und eine nicht einheitliche Umwälzung der Netzentgelte würden zu einer Benachteiligung windreicher Standorte führen. MV1. Mein Land, mein Sender. Noch ein letztes Mal das Meer sehen, noch einmal die Tochter besuchen können. Der Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes macht das möglich. Ab sofort gibt es dieses Hilfsangebot auch in Mecklenburg-Vorpommern. Mit dem Transporter will der ASB Todkranken und Sterbenden einen letzten Ausflug zu ihrem Wunschort erfüllen. Gestartet wurde die Initiative unter Schirmherrschaft des ASB-Präsidenten Franz Müntefering 2014 in Nordrhein-Westfalen. Deutschlandweit gab es bereits 9 solcher Wünschewagen. In Rostock-Warnemünde wurde nun der 10. eingeweiht. Der etwa 100.000 Euro teure Transporter bietet die technische Ausstattung eines üblichen Krankenwagens, ist aber deutlich komfortabler. Die Besonderheit am Wünschewagen ist eben, dass wir das Ganze schöner ausgestattet haben. Der Wagen hat eine Rundum-Panorama-Verglasung, sodass unser Fahrgast rausschauen kann. Wir sprechen auch immer vom Fahrgast, nicht vom Patienten, weil wir niemanden mehr heilen werden oder wollen. Die Panorama-Verglasung ist verdunkelt, das heißt, die Privatsphäre ist auch geschützt. Also es kann niemand von außen reinschauen. Dann haben wir sämtliches sanitätstechnische Material hinter Schränken verstaut, sodass auch keine Atmosphäre einer Krankenfahrt entsteht, sondern die einer Reise. Sieht ein bisschen aus wie in einem Campingwagen. Die Trage ist hydraulisch und stoßdämpfend dadurch. Die Matratze, also die Auflage, ist dicker. Das Ganze ist also darauf ausgerichtet, dass man längere Fahrten machen kann. Bislang wurden rund 460 Fahrten absolviert. Ein kleines hauptamtliches Team und viele Ehrenamtliche engagieren sich für das Projekt. Bis Ende des Jahres soll es eine flächendeckende Versorgung in ganz Deutschland geben. Mehr Informationen unter wünschewagen.com. MV1. Mein Land, mein Sender. Die Fiete-Rede-Halle in Rostock-Marienehe macht nicht viel her, doch die unscheinbare Sporthalle ist für den Sport der Hansestadt ein Ort mit internationaler Tradition. Am 3. Juni veranstaltete der Migrantenrat Rostock hier ein interkulturelles Fußballturnier, das inzwischen auf eine 10-jährige Geschichte zurückschauen kann. Der Migrantenrat der Hansestadt Rostock durch diese sportliche Veranstaltung versucht, die Integration der Migranten und Migranten, die hier in der Stadt wohnen, sich zu integrieren, auch sportlich. Und dass die Migranten sich mit Deutschen und anderen Menschen verschiedener Länder sich treffen
und ja, auch ein bisschen Spaß zu haben. Ja, also der Migrantenrat führt seit mehreren 10 Jahren dieses Fußballturnier. Und Fußball ist ein Sport, ein Reibungssport, also da treffen sich richtig Menschen und man lernt Disziplin und man lernt sich zusammenleben auf dem Sportplatz. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig für die Migranten und auch für die Deutschen. Es ist ein wirklich internationales Turnier. Migranten aus arabischen Ländern spielen gegen Jungs aus Somalia, Eritrea, Russland oder der Ukraine. Auch eine deutsche Mannschaft tritt an. Die logistische Unterstützung liefert der Landessportbund. Wir spielen mit 10 Mannschaften heute auf 2 Feldern. Und ja, die spielen halt gegeneinander. Also verschiedene Mannschaften hier aus Rostock, verschiedene Nationen. Und ja, und dann der Beste gewinnt. Der Landesfußballverband unterstützt die Veranstaltung halt mit Schiedsrichtern, beziehungsweise auch ich als Turnierleitung. Und natürlich auch, dass wir einen finanziellen kleinen Beitrag auch dazu beitragen. Also wir haben natürlich viele Anfragen auch von Vereinen, gerade in den letzten 2 Jahren gehabt. Wie kann man halt in Vereinen die Arbeit mit Flüchtlingen irgendwo meistern und was gibt es für Fördermöglichkeiten? Und da sind auch etliche Anfragen. Fußball ist eine universelle Sprache, die jeder der Beteiligten versteht. Hier kommen die unterschiedlichsten Kulturen zum Tragen. Für die Schiedsrichter kein Problem, sie können auf jahrelange Erfahrungen bauen. Fair Play ist hier Normalität. Weil ich das gerne mache und schon ewig für Fußball was übrig habe und schon seit 60 Jahren Schiedsrichter bin und dann mache ich jetzt auch noch weiter. Wie sind die Erfahrungen mit den Flüchtlingen? Sehr gute Erfahrungen gemacht. Zum Anfang hatten wir ein bisschen Schwierigkeiten. Ich will mal so sagen, da haben sie ein bisschen wild gespielt, die wussten nicht, wie es läuft. Und hatten auch manchmal keinen Respekt vom Schiedsrichter, aber das haben wir mittlerweile mit den Jahren hingekriegt. Sogar sehr gut. Das nächste interkulturelle Fußballturnier in Rostock gibt es im Herbst. Bis dahin kann man viele kickende Migranten aus allen Teilen der Welt in den Vereinen des Landes treffen. Die Fußballplätze sind in den letzten Jahren bunter geworden. MV1. Mein Land, mein Sender. Das Petermännchen will es unbedingt wissen. Was sind Weltwunder? Wo sind diese zu finden? Und was unterscheidet ein Weltwunder vom Welterbe? Der kleine Schweriner Schlossgeist stellte seine Fragen eigentlich gar nicht zufällig. Wenn seine Stadt ganz großes Glück haben wird, gehören beide tatsächlich auf die UNESCO-Liste. Am 4. Juni, dem Internationalen Welterbetag, strömten Hunderte von Besuchern in Petermännchens Residenz. Das Schloss. Für den Förderverein Welterbe Schwerin keine bessere Gelegenheit, für das große Ziel zu werben. Das ist eigentlich für uns der wichtigste Tag im Jahr, weil heute ist ja Welterbetag. Und am Welterbetag soll man eben nochmal besonders deutlich machen, welche Bedeutung halt das Residenzensemble für die Stadt Schwerin bedeutet. Viele engagierte Enthusiasten waren an diesem Tag in ganz Schwerin unterwegs. Vor allem die Mitglieder des Schlossvereins haben sich gerne in die Schale geworfen. Ihnen ging es nicht nur darum, die Gäste über die Geschichte und die Sehenswürdigkeiten der über 850 Jahre alten Residenzstadt aufzuklären. Mit bunten und historisch getreuen Trachten wollten die Ehrenamtler den Geist der vergangenen Zeiten wiederbeleben lassen. Schließlich ist dieser fast überall in Schwerin noch zu spüren. Das Residenzensemble in Schwerin ist eins der wenigen, die noch in der Form und in der Vielfältigkeit und in dem Restaurierungszustand erhalten sind. Und es ist nicht nur allein das Schloss, sondern es sind die großherzoglichen Bauten wie der Marstall, die Dampfwäscherei, der Jägerhof, die Kasernen, die Kirchen, das Theater nicht zu vergessen, das staatliche Museum. Die Bewerbung Schweriens als UNESCO-Welterbe ist viel mehr als eine Werbeaktion. Im Hintergrund wird eine intensive wissenschaftliche Arbeit geleistet. Historische Bauten, Kunstwerke, alte Bilder und Schriften. Alles wird noch einmal genau unter die Lupe genommen. Das Schlossmuseum ist deshalb das Stabquartier des gesamten Vorhabens. Viele Facharbeiter waren hier am Tag des Welterbes fleißig im Einsatz. Ich hoffe, dass wir es publiker machen können, denn natürlich gehört zum Welterbe auch dazu, dass die Bevölkerung gewissermaßen mitgenommen wird und dieses Anliegen auch trägt, was ja
zum großen Teil schon der Fall ist. Und es gibt ja sehr viel Unterstützung aus Schwerin. Und aus der Bürgerschaft selber ist ja auch die Anregung gekommen, diesen Antrag auf Aufnahme ins Welterbe zu stellen. Wenn das Petermännchen tatsächlich einmal Glück haben soll, kommt er mit dem gesamten Residenzensemble Schwerins auf die UNESCO-Welterbeliste. Bis dato hat der neugierige Schlossgeist noch etwas Zeit, die Welt zu bereisen und zu erfahren, wie das eigentlich geht. MV1. Mein Land, mein Sender. Am 8. Juni eröffnete das Kulturhistorische Museum Rostock feierlich eine neue Sonderausstellung. Christian Rohlfs Fall der Fälle. Gezeigt werden hier 12 Kunstwerke, die im Zeitraum zwischen 1902 und 1930 entstanden sind. Die Ausstellung ist Auftakt einer ganzen Ausstellungsserie mit dem Titel Rostocks klassische Moderne. Die Ausstellungsserie widmet sich der klassischen Moderne, und zwar den Kunstwerken, die sich in dem Nachlass des NS-Kunsthändlers Bernhard Abömers befinden. Das sind insgesamt 613 Kunstwerke, von denen ein Großteil grafische Kunst umfasst. Das heißt, das bedingt schon das Format, temporäre Ausstellung zu gestalten. Und wir nehmen uns immer ein Highlight raus. Also für die erste Auftaktveranstaltung haben wir Christian Rohlfs gewählt, weil er ein Einzelgänger der klassischen Moderne war. Während der Zeit des Nationalsozialismus galten die Werke Rohlfs als sogenannte entartete Kunst und wurden beschlagnahmt. Nach dem Zweiten Weltkrieg gelangten sie dann im Nachlass des Kunsthändlers Bernhard A. Böhmer nach Rostock. Mehr über die Sammlung erfahren Sie im Anschluss an das Magazin im Film Böhmer, ein Händler entarteter Kunst. Die Ausstellung kann bis zum 24. September, immer dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr, im Kulturhistorischen Museum Rostock im Klosterhof besucht werden. MV1 präsentiert die Geistertour Rostock. Seltsame Gestalten treiben in der altehrwürdigen Hansestadt ihr Unwesen. Hexen? Geister? Gespenster? Auf der Geistertour Rostock werden die schaurigen Geschichten aus der Vergangenheit wieder lebendig. Erleben Sie die dunklen Seiten Rostocks auf einer bequemen Stadtrundfahrt. Bieten wir Gruselspaß vom Feinsten. Steigen Sie ein und reisen Sie mit auf der Geistertour Rostock. Informationen, Termine und Tickets erhalten Sie im Internet unter geistertour-rostock.de. Oder an vielen Vorverkaufskassen. Dankeschön. Na, was macht dich an? Was mich anmacht, das kann ich dir sagen. Waren, Stralsund, Greifswald, Anklam, Schwerin, Neustrelitz, Wismar, Güstrow, Rostock, Neubrandenburg, Bad Doberan. Antenne MV. Unser Land macht uns an. Jetzt neu, der Radiomorgen für Mecklenburg-Vorpommern mit XXL-Morgenmann Onni Schlebusch. Wir hören uns ab 5. Antenne. Fragile Erscheinungen tauchen wie vom heiteren Himmel in den Straßen Schwerins auf. 8 junge Grazien, wie aus einem anderen Universum. Was sie anhaben, zieht die Blicke der Passanten an. Fasziniert, verstört. Es ist Papier. Alles nur Papier. Eine Art wandernde Origamis sind sie. Kleine Kunstwerke mit Schere und Kleber gemacht. Gefaltet, gedreht, gerollt. Hinter der ungewöhnlichen Mondschau 2 junge Frauen, die sich mit Kunst beschäftigen wollten. Und ja, genau dazu ist es schließlich gekommen. 2 Bundesfreiwillige vom Staatlichen Museum Schwerin haben Großes auf die Beine gestellt.
Also auf die Idee sind wir gekommen durch Fotos von einem Paper Fashion Workshop, den meine Vorgängerin gemacht hat und die meine Betreuerin hier im Museum dann gesehen hat und mir gezeigt hat. Und dann waren wir beide so begeistert von der Idee, Paper Fashion hier ins Museum zu bringen, dass wir das durchsetzen wollten. Ja, und die Realisation war, dass wir wirklich nur eine einzige Woche Zeit hatten, in der die Mode eben designt wird und dann auch gestaltet wird. Wir hatten im Vorfeld ganz viel Papier besorgt, aus verschiedensten Quellen, was auch sein eigener Aufwand war. Ja, und in dieser Woche, wie gesagt, wurde designt und dann auch selbst angefertigt. Zugegeben, Kleidung aus Papier gab es schon immer. Noch im alten Japan haben sich Mönche eine Art Papiergewände gebastelt, um in den Höhlen zu meditieren. Russische Konstruktivisten haben darauf gegriffen und auch deutsche Bestatter in der Nachkriegszeit. Doch ein wahrer Papierhype kam erst in den 60er Jahren. Deutschland hat es damals auch erwischt. Das kam dadurch, dass in den USA das als Werbemittel entdeckt wurde, dass man total toll Papierkleider bedrucken konnte mit Werbung und die dann von allen gesehen wurde, weil die Menschen damit durch die Stadt liefen. Und das kam so gut an, dass das wirklich viele Menschen getragen haben. Andy Warhol hat dann zu dem Hype beigetragen und hat seine eigenen Kleider bedruckt mit seinen Sachen. Mit Siebdruck und das schwappte auch rüber nach Deutschland zum Beispiel. Da war das auch ein paar Jahre wirklich getragen worden im Sommer. Aber es hat dann ziemlich schnell wieder aufgehört, weil es eben wirklich schnell kaputt geht, nicht waschbar ist und weil man es dann einfach wegschmeißen muss. Als die beiden Bundesfreiwilligen sich an die Designhochschule Schwerin wendeten, war man dort zunächst einmal etwas überrascht. Nur eine Woche Zeit war den Nachwuchsmodekünstlern für ihre Papierkreationen gegönnt. Kenntnisse im Vorfeld, Fehlanzeige. Dann aber, bereist mit Schere in der Hand, kamen die Studenten recht in den Geschmack der Couture-Bastelei. Ja, verarbeitungstechnisch war es schwer, weil wir natürlich damit noch nie gearbeitet hatten. Also am Anfang wurden wir gefragt, hat das schon mal jemand gemacht? Und wir so, nein. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Also vom Falten, dass es so bleibt, bis hin zu Kleben, den geht teilweise auch, aber es ist ungewohnt. Ich fand es vergleichsweise einfach. Ich finde, man hat Kleider zu machen, eher eine größere Auswahl und Freiheit als Herrenmode zu machen. Und Papier ist dann auch eher etwas, womit es dann ungewöhnlicher war, fand ich. Also ich finde das Papier, mit dem Papier zu arbeiten, jetzt ungewöhnlicher, als dass ich jetzt Kleider machen würde. Das Staatsmuseum hat das Projekt gerne unterstützt. Die Mode ist in den alterwürdigen Gemäuern omnipräsent, auf den Bildern aus mehreren Jahrhunderten. Moderne Modekunst und das auch aus Papier war hier allerdings noch nie zu Besuch. Umso spannender war es für die Kunsthistoriker und Kunstwissenschaftler, sich einer ganz neuen Dimension zu öffnen. Also wir hatten schon mal vor längerer Zeit mit der Designschule auch probiert zu kooperieren. Auch im Bereich Game zum Beispiel ist ja auch interessant für ja, junge Leute über den Bereich Game mit dem Museum, mit Kunst in Verbindung zu kommen. Und insofern ist das für uns schon wichtig, junge Menschen auf eine andere Art und Weise mit Kunst in Verbindung zu bringen. Und da ist die Designschule ein sehr guter Kooperationspartner, was man heute Abend auch gesehen hat. Praktisch ist sie nicht die Mode aus Papier. Dafür aber wurde sie auch nicht gedacht. Nur für einen kurzen Augenblick sind schneeweiße, fragile Erscheinungen in dieser Welt aufgetaucht. Wie von einem anderen Universum. Liebe Zuschauer, modern soll sie sein, nachhaltig und natürlich ökonomischen und ökologischen Anforderungen gerecht werden. Die Landwirtschaft, große Herausforderung für die Bauern, nicht nur in unserem Bundesland. In der Min hat jetzt der Bundeslandwirtschaftsminister seine Ideen für eine moderne Landwirtschaft einmal vorgestellt. Lila Kühe, die Milch geben. Oder eine Landwirtschaft, die keiner Fliege was zuleide tut. Viele Mythen und Märchen kursieren rund um die Lebensmittelherstellung. Einige sind einfach nur lustig, andere hingegen besorgniserregend. Fakt ist, die Landwirte genießen in der Gesellschaft mittlerweile keinen guten Ruf. Umweltverschmutzung wird ihnen vorgeworfen, Tierquälerei und eine sukzessive Vergiftung von uns Konsumenten mit diversen tückischen Chemikalien. Wie ethisch ist das, was im Stall oder auf dem Acker geschieht? Nach welchen Kriterien soll dieses Geschehen in der Gesellschaft bewertet werden? Diesen Fragen war ein spannender Diskussionsabend der Konrad-Adenauer-Stiftung am 6. Juni in der Min gewidmet. Die Fachleute haben dabei Klartext gesprochen. Also eine Produktion ist immer ein Kompromiss und jede Produktion führt dazu, dass wir auch die Umwelt
schädigen oder beeinträchtigen. Also das ist also nicht nur im konventionellen Landbau so, das ist auch im Ökolandbau so. Auch dort gibt es Beeinträchtigungen für die Natur. Aber man muss auch sagen, dass diese Kulturlandschaften, die wir jetzt haben, die sind dadurch entstanden und auch die Vielfalt der Arten ist dadurch entstanden, dass wir Landwirte das seit Jahrtausenden bewirtschaften. In unserer durch und durch digitalisierten Gesellschaft werden viele Lebensmittel inzwischen auch quasi digital. Fertiggerichte, überzuckerte Brause, Fastfood, all das verdrängt in unserem täglichen Menü die üblichen hausgemachten Speisen. Der subjektive Wert von solchen Produkten ist beim Konsumenten sehr niedrig, warnen Marktforscher. 11 Millionen Tonnen an Lebensmitteln landen in Deutschland jährlich im Müll. Währenddessen leiden 800 Millionen Menschen auf unserem Planeten an Hungersnot. Ich glaube, die Zukunft sollte sich jeder selber sagen, was ist für mich das Richtige. Aber ich glaube, die Gesellschaft muss auch darauf hinwirken, dass man jungen Menschen auch klar macht, aber auch Älteren, dass das Wegschmeißen von Lebensmitteln, so bin ich jedenfalls erzogen worden, nicht ein Wert ist, sondern dass man hier Werte wegwirft. Mehr Tierwohl, weniger Chemikalien, mehr Bildung, weniger Fastfood. Das wünschen sich so gut wie alle. Und grundsätzlich ist das hohe Ideal einer tierlieben und gesund lebenden Gesellschaft durchaus erreichbar. Es bedarf bloß Investitionen. Und zwar in jenem Ausmaß, das derzeit noch keinem so richtig klar ist. Die Folge? Unsere Lebensmittel müssen teurer werden. Wesentlich teurer sogar. Die Bundesregierung sieht dies zwar deutlich ein, versucht aber die bittere Pille noch zu versüßen. Wir wollen ja nicht teuer werden, wir wollen nur preiswert sein und preiswert. Das heißt, den Produktpreis, den die Milch wert ist, zu zahlen, ist mehr als billig. Deswegen bin ich eigentlich recht optimistisch, dass das schon gelingt. Das Verständnis, dass man da und dort etwas mehr bezahlt. Es geht ja nicht darum, Reichtümer für irgendjemanden zu schaffen. Unzufriedene Bauern, unzufriedene Konsumenten, unzufriedene Politiker. Der Veränderungsbedarf im Agrarsektor ist wohl allen gewahr. Doch eine umfassende Reform kann nicht auf Teufel komm raus funktionieren. Vor allem muss sie sich auf klare Werte stützen, die von den meisten Bürgern geteilt werden. Wo sind solche Werte zu finden? Vielleicht in der Heiligen Schrift? Nicht zufällig waren auch Kirchenvertreter zur Diskussion eingeladen. Ethik in der Landwirtschaft ist ja schwerpunktmäßig auch eine Frage der Gesprächskultur, wie man miteinander ringt, um zu guten Lösungen zu kommen. Und da wollen wir als Kirche auch einen Beitrag zu binden, weil wir eben auch denken, dass wir, was Gesprächskultur betrifft, was Diskurskultur betrifft, dass wir da auch wirklich Fachleute sind und das voranbringen können. Wie ethisch darf die Landwirtschaft sein? Diese komplexe philosophische Frage kann wahrscheinlich sehr einfach beantwortet werden, so ethisch wie jeder Bürger selbst. Wir können selber entscheiden, was bei uns auf den Tisch kommt und was in den Müll. Für eine bessere Welt stimmen wir mit unserem Gaumen. Und das ist wahrscheinlich die einzig wirksame Möglichkeit, die Zukunft neu zu gestalten. Liebe Zuschauer, kulturell geht es jetzt hier aus der St. Georgenkirche weiter mit unserem Museumsführer. Wir zeigen Ihnen Bilder von Michael Morgner. Die sind ausgestellt im Kunstmuseum in Ahrenshoop. Das 125. Jahr seit der Gründung der Künstlerkolonie Ahrenshoop feiert das dortige Kunstmuseum mit einer neuen Ausstellung. Morgner am Meer heißt sie und ist dem 1942 in Chemnitz geborenen Michael Morgner gewidmet. Anlass ist der 75. Geburtstag des Künstlers im April 2017. Mit seinen Karl-Marx-Städter-Freunden Karl Friedrich Klaus, Thomas Rampft und Gregor Thorsten Schade gründete Morgner 1977 die Produzentengalerie Clara Mosch, die mit spektakulären Aktionen hervortrat und das Ministerium für Staatssicherheit veranlasste, gegen die Gruppe vorzugehen. Schon seit den frühen 1970er Jahren nahm Michael Morgner an Pleniers an der Ostsee teil, wobei er sich auch dort als Aktionskünstler hervortat.
In Ahrenshoop war er erstmals 1975, ab 1978 bis ins Jahr 2014. Am Strand hat Morgner seine menschlichen Figurenzeichen gefunden und das ikonografische Programm seiner Kunst entwickelt. Das zeigt sich in der Fülle seiner Zeichnungen von der Ostsee, die in der Ahrenshoop Ausstellung erstmals umfangreich und im Zusammenhang mit Schlüsselwerken seiner Malerei gezeigt werden. Es geht darin um Grundfragen der Existenz, um das gebrochene Verhältnis des Menschen zur Natur, um zwischenmenschliche Verbundenheit und ihre Gefährdung, um Freiheitsdrang, Sehnsucht und Gewalt in ihren verschiedenen Formen. Liebe Zuschauer, das war sie, die aktuelle Ausgabe von MV1, das Magazin. Ich verabschiede mich hier ganz aktuell aus der Sankt-Georgen-Kirche hier in Wismars Altstadt und hoffe sehr, dass wir uns zu der ein oder anderen Veranstaltung während der Klassikertage 2017 hier in Wismar wiedersehen. Bis dahin bleiben Sie uns gewogen. Tschüss und auf Wiedersehen.